zwei sehr erfahrene deutsche Nationalspieler im Duell hier bei diesem Derby. München in dunklen Trikots im ersten Drittel. Über Ryan McKiernan. Aber Parks, Daugner kommt nicht ran und das könnte eine Konterchance werden. Wirta, Simpson ist mit dabei. Wirta, guter Pass zurück und das 1:0 für Ingolstadt durch Mirko Höflin. Hier Parks mit dem Querpass, Daubner Verteidiger kriegt den Puck rausgestochen und dann klasse die Übersicht von Wirta, der nicht auf Simpson spielt, sondern eben den freien Höflin findet. Oswald, Elitz, Oswald zieht in Richtung Tor, Yasin Elitz in den Schuss selber und trifft Tor. Oswald geregelt, auch Gartalk, erstmal guter Einsatz hier drüben von Smith, dann Oswald auf Elitz. Simpson, ohne Schläger, wird dann in die Bande gefahren und jetzt gibt es die 2-auf-1-Situation mit Kremmer und De Sousa, De Sousa Tor! Chris De Sousa mit dem Game Winner. Hier, Simpson ohne Schläger. Flamm nimmt ihn dann komplett raus aus dem Spiel und dann ist es natürlich auch gut gespielt von Kremmer. Im richtigen Moment der Querpass auf De Sousa und der mit dem Direktschuss. Trifft ihn gut, trifft ihn voll. Sorgt für die Entscheidung. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.